Kann man die günstigen Energy Drinks von den teuren Markenprodukten unterscheiden? Wir haben den Test gemacht. Hier seht ihr nochmal eine Übersicht aller Preise und jetzt schauen wir doch mal, ob die Leute es schaffen, die Dose dem richtigen Strohhalm zuzuordnen. Und wenn sie es schaffen sollten und alle Dosen richtig erraten, dann bekommen sie von uns einen 50 € Amazon-Gutschein. Schmeckt in Ordnung, ich glaube, das Monster. Ah, okay. Es wird spannend. Schmeckst du einen Unterschied oder ist alles relativ gleich für dich? Schmeckt schon alles ein bisschen anders. Welcher schmeckt denn am besten? Der hier. Mhm. Und du sagst ja, dass du Red Bull am liebsten trinkst. Würdest du dann denken, dass das Red Bull ist? Ich tendiere zwischen Effekt und Red Bull. Dann sage ich Effekt. Das ist Effekt. Stell mal die Dosen einfach hier oben drauf, so wie du denkst, wie es richtig ist. So, und jetzt gucken wir mal. Ah! Ich würde sagen, man kann eigentlich alle trinken, bis auf Monster ist gar nicht meins. Fruchtig. Ein bisschen Orange ist da dran. War jetzt der erste von vier. Vielleicht sind die anderen ja noch besser. Das ist so ein bisschen weicher, so Maracuja oder sowas. Also die beiden haben ja gleiche Schmeck. Ja. Und das ist ein, bilde ich mir ein, ist unterschiedlich. Nehme ich mal das hier, das da. Mhm. Grün neben Grün. Also der letzte würde ich sagen, das war das Red Bull. Der letzte war Red Bull. Kann ja nur der sein. Wollen wir uns mal die Auflösung ansehen? Dann gehen wir einmal um den Tisch rum, Sie an der anderen Seite. Und Sie hatten eine Sorte richtig und das ist nämlich Effekt. Also Sie haben gesagt, Red Bull ist der leckerste. Mhm. Ja, ist ja auch Marktführer, kann man ja so sagen. Und sonst hat es leider nur bei Effekt gepasst. Das heißt, leider keine 50 €. Nein. Hier, Red Bull fanden Sie am leckersten, deswegen gibt es eine Dose umsonst. Dankeschön. Ich habe mich umentschieden. Wie kommst du da drauf? Weil der schmeckt intensiver und süßer als die anderen. Heißt das gut? Effekt ist besser. Effekt ist besser? Würde ich sagen. Ich hoffe, da habe ich jetzt richtig gelegen. Aber ansonsten blamiere ich mich jetzt. Ich bin gespannt, ob du deinen Lieblings-Energy-Drink erkannt hast. Wir gehen mal auf die andere Seite. Okay. Und mal wieder, wie bei den anderen davor. Also ich meine, schön, du hast deine Lieblingssorte erkannt. Ja. Aber bist du verwundert? Ist irgendwas für dich überraschend? Das Red Bull und der hier. Wie teuer ist der und wie teuer ist der? Red Bull kostet 1,19 € die Dose und Ekstase 39 Cent. Und das schmeckt genauso wie Red Bull. Welchen trinkst du am liebsten? Naja, das ist immer die Red Bull. Klassiker, original. Genau. Kannst erstmal alle probieren. Das auch nicht, das ist die Red Bull. Da bist du ganz sicher, ja? Du musst die anderen auch erraten. Das ist nicht mein Geschmack. Das Effekt, ich habe immer bei mir einen Laden, die verkaufen, ich trinke wir immer gerne. Das ist die Effekt. Das ist Effekt? Ja. Ganz sicher? Ich hoffe. Aber das ist, bin sicher, dass die Energie. Okay. Und jetzt haben wir noch Ekstase und Monster. Ich habe noch nie probiert. Sag, das ist die Grün. Okay. Und ich hoffe, das ist richtig. Monster Energy und Red Bull. Richtig. Zwei Energy Drinks richtig erraten. Genau. Welchen fandst du denn am leckersten? Den ersten. Den ersten. Und dann ist kontinuierlich schlechter geworden, oder? Nee, ich glaube, der zweite, den fand ich nicht. Nee, den mag ich nicht so. Okay, dann gib doch mal eine Schätzung ab. Der erste hat dir am besten gefallen. Das heißt, welche Marke steckt dahinter? Ich würde auf Red Bull tippen. Dann loggen wir das jetzt mal ein. Das zweite, das hat dir nicht so geschmeckt. Was soll das sein? Also ich würde eher noch mal, ich habe gesagt, mein Lieblings ist Monster. Deswegen glaube ich, das ist Monster. Jetzt bleiben noch Effekt und Ekstase über. Weil ich Effekt schon mal probiert habe, würde ich sagen, das ist Effekt. Und das kommt mir unbekannt vor. Deswegen ist es der andere. Ganz finale Antwort. Du kannst es nicht mehr revidieren. Dann drehen wir uns jetzt mal um und schauen mal, was dabei rausgekommen ist. Ja? Okay. Und ich glaube es nicht. Ich glaube, du hast alle richtig erraten. Yay. Nicht schlecht. Sehr, sehr stark. Wirklich. Faust da drauf. Hier, dein 50 € Amazon-Gutschein. Kauf damit, was du willst. Vielleicht ein Stiege Red Bull oder Monster. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ja, Mensch, dass wir noch einen Gewinner kriegen, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt will ich es aber auch mal testen. Die Redaktion hat die Karten neu gemischt, beziehungsweise die Energy-Dosen. Und ich mache jetzt auch mal den Test. Jetzt bin ich aber gespannt. Eieieiei. Ich habe nur Monster richtig erraten. Krass, ich dachte, das Red Bull Ekstase, das ist wirklich stark. Aber das bestätigt ja wirklich, dass diese große Preisdifferenz eigentlich gar nicht so gerechtfertigt ist. Was haben wir also in Sachen Sparen gelernt? Ich persönlich bin geschockt, wie oft Red Bull, der teuerste Energy Drink, mit dem billigsten verwechselt wurde. Deswegen checkt gerne mal den Energy Drink von Ekstase ab, den ihr zum Beispiel bei Kaufland oder Teddy wirklich günstig einkaufen könnt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch diese super billige Alternative geschmeckt hat. Es lohnt sich also definitiv, auf günstige Möglichkeiten zu setzen. Monster Energy scheint laut unserer Umfrage einen sehr markanten Geschmack zu haben. Denn Monster haben nämlich viele herausgeschmeckt und wurde oft wiedererkannt. Aber jetzt seid ihr am Zug. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure liebste Energy-Sorte ist. Meine ist definitiv Ekstase oder ist es bei euch Red Bull, Monster Energy, vielleicht Effekt?
Schreibt es in die Kommentare und vergesst uns nicht einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn wir solche Tests weiterhin machen sollen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao!